Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und das ist das wunderschöne neue Huawei Ascend Y300, was auch demnächst auf den Markt kommen wird. Ich schätze mal, Mai bis Juni wird es sein. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal um das Gerät herum und ich zeige euch das mal etwas genauer. Vorne haben wir ein 4 Zoll Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixel, so ziemlich die Standardauflösung. Es ist ein IPS-Display, das heißt, man kann es sehr, sehr schön ablesen. Es ist sehr farbtreu und man kann, ja, wie gesagt, von allen Seiten sehr schön ablesbar. Schöne, knallige Farben. Man sieht, es reagiert sehr, sehr schnell auf Finger-Eingaben und kann natürlich auch Multitouch. Ansonsten hier eine Frontkamera, da ein paar Buttons. Hinten haben wir eine Kamera mit 5 Megapixeln. Und zwar wahrscheinlich Autofokus und natürlich LED-Blitz. Man wird damit 720p Videos aufnehmen können. Ich denke mal auch Full-HD-Videos. Ansonsten die üblichen Anschlüsse, ich denke mal, die muss ich nicht näher zeigen. Wir haben hier insgesamt, ich glaube, 8 GB Speicher verbaut. Ist hier nicht näher spezifiziert, aber man kann den Speicher erweitern. Und hier ist auch ein richtig großer Akku drin mit 1730 mAh. Sollte das Gerät locker einen Tag durchhalten, also so etwa 4 bis 5 Stunden Displayanzeit sollten damit gehen. Denn auch der verbaute Prozessor wird ein Dual-Core-Prozessor sein mit 1 GHz. Ist sehr, sehr flott, aber auch energiesparend. Wir gehen mal kurz in den Browser. Aber ich glaube, wir haben kein WLAN, richtig. Okay, so, wir gehen nochmal kurz in die Einstellung, denn das ist die allerneueste Version von Android. Wir haben hier Android 4.1, das ist nicht ganz die neueste, aber eine der aktuellen Jelly Bean. Und eine sehr schöne Oberfläche, die von Huawei hier vorinstalliert wurde. Man kann hier Musik anmachen über so ein Widget. Anscheinend ist keine Musik drauf. Man kann hier direkt in die Fotos gehen, die hier gemacht wurden. Und die 5-Megapixel-Kamera scheint hier durchaus in Ordnung zu sein. Zumindest bei gutem Licht. Ansonsten müsste es sich auch mitdrehen. Ich nehme an, wir haben hier Vorseriengeräte. Von daher ist es jetzt nicht ganz final. Wir haben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Themes einzustellen. Das heißt, die Oberfläche verändert sich, je nachdem, wie man sie haben möchte. Ja, ansonsten ganz normale Android-Apps sind damit möglich. Wir haben hier den Browser, Chrome, Gmail. Wir können auch andere E-Mail-Clients benutzen. Wir haben Maps, das heißt, man kann hier auch damit navigieren. Man kann sich Karten auch offline herunterladen und das auch als Navi benutzen. Natürlich den Play Store, wo man sich Apps wie Facebook oder WhatsApp runterladen kann. Insgesamt ist das ein sehr, sehr schönes, schnelles Gerät mit einer guten Ausstattung. Leider kein LTE dabei, aber für den Preis von etwa 200 Euro wird es demnächst auf den Markt kommen. Ein sehr, sehr schönes Gerät, das Huawei Ascend Y300. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert den Channel, denn dazu wird es noch mehr Content geben. Und ja, das Huawei Ascend Y300 hier auf dem MWC in Barcelona. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.